Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werden wir einen Kaltstart machen am IAC 644. Also bis gleich nach dem Intro. So Leute, wie ihr sehen könnt, hinter mir der IAC 644. Und ja, im heutigen Video, wie schon erwähnt, machen wir einen Kaltstart. Heute Nacht war es relativ frostig, es hatte so um die minus 12 bis 13 Grad und wie ihr sehen könnt, der IHC ist ja gut eingefroren. Normalerweise steht er in seiner Halle, allerdings habe ich noch ein paar Reparaturen dran zu machen, deswegen habe ich ihn hierher geholt. Jetzt stand er eine Woche draußen und ja, es wurde halt kalt und entsprechend ja, ist er jetzt eingeschneit, was mir nicht so gefällt. Aber da habe ich gedacht, ja, dann können wir auch gleich mal ein Kaltstartvideo machen bei minus 10 Grad. Circa, wir werden jetzt noch den Motorblock messen, damit wir genau wissen, wie kalt der Motor ist. Oh, wir messen sogar minus 12 Grad, hat der. In Fahrenheit wären das 9,3 Fahrenheit. Ja, also war recht schattig heute Nacht. Und ja, dann werden wir das Teil jetzt mal starten und gucken mal, wie er anspringt. Da bin ich echt gespannt. So Leute, jetzt auf dem IAC. Wie ihr seht, hinter hängt noch die Seilwinde dran. Und ja, ein bisschen zur Vorgeschichte des IAC. Die Leute, die ihn schon kennen, die wissen ja Bescheid. Aber ja, die neu vom Kanal sind. Bei dem IAC war es ja so, dass der, ja, als mir den geliefert bekommen habe, der sehr, sehr schlecht angesprungen ist, beziehungsweise auch gar nicht mehr teilweise. Und wir haben relativ viele Reparaturen dran durchgeführt. Wie zum Beispiel Tankreinige und so weiter. Das seht ihr diverse Videos auf meinem Kanal, könnt ihr euch da anschauen. Und kann ich euch auch oben rechts von euch aus gesehen verlinken. Ja, und Förderbeginn eingestellt und so weiter. Kraftstoffanlage gereinigt und ja, umgerüstet auf Kartuschefilter und so weiter. Und seither springt er relativ gut an. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, weil bei den Temperaturen, bei minus 12, haben wir ihn jetzt noch nie angelassen. Jetzt werden wir mal schauen, wie gut er sich jetzt anlässt. Und ja, wie gesagt, bin ich echt gespannt. So, jetzt ziehen wir mal den Vorfeder. Zündung an. Und dann werden wir jetzt mal so circa, ja, mindestens 40 Sekunden, eher eine Minute, werden wir mal vorglühen bei den Temperaturen. Ja, vielleicht so zur Info. Der IHC 644 ist ein Direkteinspritzer. Da gibt es jetzt nicht unbedingt normale Glühkerze, sondern der hat eine Wendel im Ansaugtrakt, die dann anfängt zu glühen und dann die durchströmende Luft erwärmt. Und ja, wie gesagt, bin ich mal echt gespannt. Ja, wir haben noch ein paar Sekunden und dann werden wir mal schauen, wie er sich so anlässt, der Gute. Nicht wundern, wenn er läuft, klappert ziemlich laut die Scheibe hinter mir rechts, die muss ich noch festmachen. Also das Geklapper da nicht dran stören. Zeige ich euch aber gleich, woran das liegt, wenn er läuft dann. Ah, noch 20 Sekunden. Und dann probieren wir es mal. So, also Leute, jetzt. Na, dann glühen wir lieber noch einmal. Auch der Anlass ein bisschen Zeit.
abzukühlen. Also bei 0 Grad springt er noch super an. Ja, jetzt gucken wir mal. Langsam rein und dann müsste er langsam schön laufen dann. Das hört man auch schön. Ach ja, eins noch. Und
sind noch kurz abgestiegen, haben jetzt ein bisschen warm laufen lassen. Und jetzt hört ihr mal, wie schön das da schnurrt, der 644. Aber jetzt, Leute, bis demnächst. Ciao.